So, jetzt geht's wieder weiter mit meinem Let's Play. Wir haben ja letztes Mal es mit dem Blut gehabt und dass der Bürgermeister uns geschnappt hat. Oh, ein Kraut. Und ich verdrück mich wieder, typisch. Kraut. Hol mal hier. Mir habe ich sehr viel Leben, muss man wirklich sagen. Also normalerweise habe ich immer weniger. So, wenn man hier ist, sollte man nicht runterlaufen, sondern hier durch die Tür wieder zurück in den Raum. Mysteriös. Naja, weil wir sonst nicht diese Sequenz sonst hätten. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt machen wir weiter. So. Die meisten wissen wahrscheinlich schon, wer das war. Hoffe ich mal. Hier mal eine Schreibmaschine. Gut, ich hätte jetzt nicht mittendrin unterbrechen müssen, aber gut. Und wir haben ein Ei. So, verwalten wir wieder das Ei. Ganz wichtig. So, gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Hier haben wir noch ein paar Accessoires. Die brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Vor allem die Brandgranate ist echt super. Was wir jetzt vor uns liegt, das wird jetzt uns ein bisschen, ja, ich sag mal, bisschen anstrengend. Geh durch. Wir stören jemand mal beim Pissen in den Arsch und einen Tritt. Und jetzt messern wir ihn. Ah. Ja. Ja, das passiert den meisten. Benutzen wohl auch Toiletten. Sieht nach zivilisierten Menschen aus. Meine Güte. Nur weil da eine Toilette ist, heißt es das nicht, dass sie zivilisiert sind. Da gehört viel mehr dazu. Meine Augen. So. Laden wir ihn nach. Speichern lieber vorher, was wir jetzt vor uns liegt, wird uns wahrscheinlich ein bisschen stören. So, und jetzt wird's lustig. Weil da hinten seht ihr ja schon, wenn man jetzt nicht weiterläuft, bewegen sie sich nicht. Da hinten ist ein Kettensägenmann. Brumm, brumm, brumm. Dann nehmen wir mal die Brandgranate meinetwegen. Und schmeißen direkt hin. So, welche Munition können wir denn jetzt nehmen? Ich bin für Scharfschützengewehr. Eins. Okay, jetzt kommt er mir doch zu nah. Stirb doch. Stirb doch mal. Und ich hing gerade fest. Und super. Ich sollte nicht. Ja, deswegen haben wir gespeichert. Fortsetzen, ja. Scheiße! Wenn man nachladen muss, ne? Meine Fresse. Haben wir ihn hier erstmal damit? Da kann ich ja zum Scharfschützen, zum normalen Gewehr wechseln. Was ich auch jetzt tun werde. So, ein Problem weniger. Die nächsten Probleme seht ihr schon da hinten. Also ich habe sie schon gesehen. Hier haben wir keine Munition. Hier haben wir auch nicht. Hier auch nicht. Ja, geht's weiter. Ein Diamant. Schon mal schön.
bräuchten mehr Gewehrmunition. Ein Pistol hoch, ey. Unglaublich, ich hab ihn doch auf ihn doch gezielt, oder? Schwache Leistung von mir. Mega schwache Leistung. Oh. Da ist einer im Haus. Meine Fresse. Stirb da einfach. Dem fällt es auch schwer zu sterben, ey. An Energie reicht es uns komplett alles. Ah, was soll ich denn nehmen? Wenn die schon so nah kommt. Alter! Stirbt! Lord Tedler kann euch auch nicht mehr helfen. Alter, ich hab schon zu viel verbraucht. Alter. Scheiße! Benutzt mir sowas. Wir haben genug. Und durch. Meckert, meckert, meckert. Die stehen da eh da hinten, drehen sich eh gleich zu mir. Aber das brauchen wir alles nicht machen. Fick dich! Lasst mich in Ruhe, ich will euch nichts tun. Ich will hier nur vorbei. So schwer ist es ja auch nicht. Ich will ja nur zur Kirche. Oder was auch immer das für euch ist, eine Sektenscheiße. Verwenden. Dankeschön. Oh! So. Hier haben wir Munition. Endlich. Bitte noch mehr. Ach, scheiße. Munition. Bitte. Ich brauche Munition. Speichern wir. Mann, 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 Mann. Davon haben wir genug. Okay. Die machen wir kaputt, um sowas zu bekommen. Und ab runter. Hinter uns ist nichts, stimmt. Wir gehen hier schön runter. Hier unten ist kein Gegner. Also auf jeden Fall, das kann ich euch schon mal vorher verraten. Hier passiert schon nichts. Aber hier haben wir ein paar Schätze. Das ist schon mal immer gut. Eins, zwei, drei und eine Kiste, wo bestimmt Geld drin ist. Ja, ich hab's gewusst. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, wir können doch schon mal was hier kombinieren. Hoffe ich mal. Können wir das kombinieren? Kombinieren mit dem? Nein, stimmt. Geht nicht. Gut, okay. Man kann's ja mal versuchen. Oh! Der Händler des Vertrauens. Zeig mal her. Du saßen schön. Schick. Gute Ware zu verkaufen. Ja, ja, bla. Und jetzt sagt er nochmal wegen den 10 Stück. Verkaufen wir erstmal, um ein bisschen Kohle wieder ranzukommen. Das verkaufen wir nicht, das verkaufen wir auch nicht, aber das können wir verkaufen. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Und davon verkaufen wir 4. Oh, hat doch was gebracht. Was hast du denn Schönes für uns? Das kaufen wir auf jeden Fall. Das ist die
Armstütze für die Uzi. Das ist auf jeden Fall... Das brauchen wir auf jeden Fall. Wir wollen ja nicht permanent daneben schießen. So muss man bedenken. Und wir tunen ein bisschen. Was wollen wir denn tunen? Also ich bin dafür, dass wir das Gewehr auf tunen. Und Stärke. Pistole will ich nicht auf tunen. Bei der Geschwindigkeit, das können wir ja voll machen. Pistole machen wir nicht. Weil wir kriegen eh später eine bessere. Wobei, dann könnten wir es teurer verkaufen. Was können wir denn verbessern? Feuergeschwindigkeit. Ja, machen wir. So, fertig ist. Ach so, wenn wir schon das gemacht haben mit dem, müssen wir es auch kombinieren, ne? Ach so, ich will euch was zeigen. Sorry. Entfernen. Wenn man das jetzt hier nimmt, die Uzi. Seht ihr, wackelt der rote Strahl, der Markierer. Wenn man das aber wiederum kombiniert mit dem, es ist viel ruhiger. Kleiner Tipp am Rande. So, jetzt sind wir hier. Nehmen wir die Pistole oder das. Wir behalten das einfach und wir laufen erstmal weiter. Ja, bevor wir den Friedhof jetzt betreten, machen wir hier einen kleinen Cut und bis zum nächsten Mal. Euer Konso.